Hallo alle zusammen, hier ist der kleine Party-Lautsprecher. Was heißt klein? Man muss schon fast mittelgroß sagen, weil der jedoch ja, 30 cm bestimmt hoch ist. Wir haben hier vorne zwei Lautsprecher, ich glaube Mittel-Tieftöner sind das. Wir haben hier an den Seiten die beiden Hochtöner auf der anderen Seite und wir haben hier hinten ein Bassreflexrohr, womit eben dann der Bass noch mal ein bisschen ja, offener klingt natürlich. Wir haben hier hinten unten diese Gummi Knöpfe, die sind ein bisschen hart, da hätte ich mir gewünscht, dass sie ein kleines bisschen weicher sind, einfach damit die Vibrationen hier noch ein bisschen mehr abgedämpft werden von dem Gehäuse. Wir haben hier oben einen Tragegriff, was ich auch sehr gut finde, weil man so eben diesen Lautsprecher schnell hin und her tragen kann. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist die Befestigung. Also die Tragegriffe wurden hier einfach rangeschraubt, aber nichtsdestotrotz ist das ziemlich stabil. Auch das Chassis macht einen guten Eindruck hier, ist aus so einem Plastikmaterial. Also wirklich wasserdicht, glaube ich nicht, aber draußen auf der Terrasse am klaren Sonntag ist sicher kein Problem, dass man auch mal die Terrasse damit beschallt, aber auch ein Kinderzimmer oder jetzt so ein kleines mittelgroßes Zimmer, 20 Quadratmeter, lässt sich damit eigentlich recht gut beschallen. Die Lautstärke ist nämlich recht ordentlich und man kann auch den Bass letztendlich hier noch verändern. Bass, hier kann man Bass Boost reinmachen und dann kommt wirklich ordentlich Bass dazu. Ich persönlich mag es immer ein bisschen natürlicher, deswegen mache ich den Bass Boost aus. Wir haben aber hier noch die Möglichkeit, Equalizer reinzumachen. Da würde ich auf jeden Fall mal sagen, guckt euch das mal an, weil hier verändert sich der Klang dann doch eher zu den Höhen, zu den Mitten oder zu den Bässen, je nachdem, was man da eben präferiert. Diese Beleuchtung lässt sich auch anpassen, nämlich hier kann ich also hier unterschiedlichste Leuchteffekte hier anmachen oder das Ganze auch ausmachen. So, oder ich kann es eben auch wieder anmachen. Ich glaube, hier oben konnte ich die Farben einstellen. Genau, sieht man schon. Da gibt es unterschiedlichste Farbeffekte, die man hier auch noch einstellen kann oder man macht das Ganze eben aus. So, was gibt es hier noch für Anschlussmöglichkeiten? Wir haben eben hier USB-C-Ladegerät, mit dem man das Ganze aufladen kann. Das ist eben hier auch das Gute, dass es einen Akku hat. Das heißt, ich kann den Laden irgendwo mitnehmen und habe dann eben ordentlich Musik. Wir haben hier einen AUX-Anschluss, einen Mikrofonanschluss, wir haben USB-A-Anschluss für einen normalen USB-Stick, wir haben hier SD-Karten, die man einstecken kann und natürlich Bluetooth. Also momentan ist es mit Bluetooth verbunden und wir haben eben hier die Möglichkeit, das Ganze aus- oder wieder anzumachen. Und ja, ich würde sagen, das ist ein schöner Allrounder, was mir noch ein bisschen besser gefallen hätte, wenn hier vorne diese Lautsprecher ein bisschen mehr geschützt wären, vielleicht durch ein Gitter. Gerade wenn man den als Party-Lautsprecher benutzt, wäre das natürlich ein bisschen sicherer gewesen. Aber ansonsten, der Klang ist ganz ordentlich. Auch wenn man gerade Bass mag, kann man hier einen Bass dazu schalten. Und die Anschlussmöglichkeiten sind natürlich enorm. Einzige, was eben nicht geht, Amazon Music oder andere Musikdienste werden hier eben nicht direkt unterstützt. Das heißt, man müsste man jetzt am Handy laufen lassen und dann per Bluetooth hier übertragen.